Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sorge vor Zuspitzung der Corona-Lage. Die Bundesregierung warnt, dass die Krankenhäuser angesichts steigender Infektionszahlen bereits im April an ihre Belastungsgrenze stoßen könnten. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler befürchtet schwerwiegende Auswirkungen der Virusmutation B117 auf das Infektionsgeschehen in der laufenden dritten Welle. Er rief die Menschen eindringlich dazu auf, Kontakte zu reduzieren. Frankreich wird Hochinzidenzgebiet. Wer von dort nach Deutschland einreisen will, braucht von Sonntag an einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die 7-Tage-Inzidenz in Frankreich liegt aktuell über der Marke von 300. Auch Tschechien und die Slowakei werden zu Hochinzidenzgebieten. Deutschland kann Corona-Fonds der EU vorerst nicht ratifizieren. Bundestag und Bundesrat haben dem 750 Milliarden Euro Hilfspaket zwar zugestimmt, aber das Bundesverfassungsgericht beschloss, dass Bundespräsident Steinmeier das Gesetz noch nicht unterzeichnen darf. Erst muss Karlsruhe über einen Eilantrag des früheren AfD-Chefs Lucke entscheiden. Er hält eine gemeinsame Verschuldung der EU-Staaten für verfassungswidrig. Containerfrachter blockiert weiterhin Suezkanal. Trotz Einsatzes von schwerem Gerät sitzt die Ever Given noch immer zwischen den Ufern fest. Mehr als 150 Schiffe stauen sich mittlerweile vor der Wasserstraße zwischen Mittelmeer, Asien und Afrika. Hunderte weitere halten Kurs auf den Kanal. Mindestens 32 Tote und mehr als 160 Verletzte bei Zugunglück in Ägypten. Laut Eisenbahnbehörde hat ein Zug auf der Strecke von Luxor nach Alexandria gestoppt, nachdem die Notbremse gezogen wurde. Eine zweite Bahn sei dann aufgefahren. Und das Wetter am Morgen: dichte Wolken und etwas Sonnenschein. Dazu Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Örtlich kurze Gewitter. Im Bergland Schneeschauer. Sehr windig bei 4 bis 13 Grad.